Hi, ihr gütigen Menschen, willkommen zurück zu Elden Ring, es geht weiter. Ach, da sind wieder diese komischen abgeranzten Drachengesichter. So, hier habe ich mir noch was markiert, weil das sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus da unten. Die sterben fährt. Ach, was ist das denn schon wieder? Schneckensumpf. Weg mit dir. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid. Vielen lieben Dank. Ich habe letztes Mal ein neues Schild gefunden. Den will ich mal ganz kurz ausgerüstet lassen, bis meine Lebensenergie wieder einigermaßen voll ist. Außer das Glühwürmchen. Ja. Goldene Glühwürmchen überall. Schön, schön. Ich die einfach so vom Pferd wegsnatche, ne? Muss ich dir mal vorstellen. Ohne runterzugreifen. Ist aber auch echt neblig die ganze Zeit in diesem Wald. Tauchen die andauernd wieder auf? Ich habe die jetzt schon alle weggesammelt hier. Oha. Das waren die Schmetterlinge, die so leuchteten. Leuchteteten. Okay, am Baum haben wir jetzt alles gemacht. Und jetzt gehen wir hoch zu dieser... zu diesen Ruinen. Den Windmühlen überall. Das ist scharf. Das ist so geil, dass sie sich wegrollen. Immer noch. Finde ich immer wieder lustig. Hi. Oh. Alte Partyzusse hier. Guckst du dir an. Wie sie mit ihrem Blümchenkranz da rumrennt. Was gibt's hier einen Grund zu feiern? Ich meine, guckt euch mal an. Guckt euch mal an hier. Zum schönen Schädel auf dem Stock. Haben sich aber echt Mühe gegeben hier, die Partyposse. Da war ich auch in der Windmühle, ne? Das war da, wo die überall rumgetanzt haben. Bin ich im Kampf immer noch? Nee, das ist wieder was anderes hier. Viecher sind eigentlich Mini-Bosse. Könnt ihr euch wenigstens mal bedanken, dass ich euch hier erlöse? Kackviecher. Zehnmal roher Fleischklops. Eieiei. An den Windmühlen ist immer Party hier, ne? An dem einen haben sie getanzt, an der hier haben sie Menschen zerhackt. Immer was los. Ich finde die Farben auch so geil. Ach nee, guck mal, das waren die drei Windmühlen. Da scheint noch eine zu sein und hier sind auch nochmal drei. Oh, hier kann ich wieder speichern. Aber warum? Guck mal, eigentlich... Seht ihr das? Ah ne, das zeigt es da runter. Ah, okay. Ich dachte, das zeigt dann hier ins Dorf. Dominula, das Windmühlendorf. Das ist ein Geist. Ah, ich höre eine festliche Melodie. Nein, nein, häutet mich nicht. Meine Haut ist schmutzig, ich schwöre es. Was zum Geier? Ist ja wie beim Midsommar hier. Willst du mitfeiern? Wirst du erstmal gehäutet oder verbrannt oder... Keine Ahnung. Schaut euch an, ich will nicht spoilern. Midsommar, genialer Film. Von Ari Aster heißt er. Ja. Guck mal. Ey, die haben voll die geilen Moves. Guck mal, dann, 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 Step.
Krasse Moves, Schwester. Das Lachen ist so geil. Oh, jetzt. Ja, du bist die Letzte, du darfst mir noch einen verpassen, ist okay. Hässliche blaue Kleidung. If you're happy and you know it's getting the man. If you're happy and you know it's getting the man. If you're happy and you know it, then you really gotta show it. If you're happy and you know it, skins the man. So, gerade für euch gedichtet. Die häutungswütigen Frauen hier. Warum sind die so krass drauf? Und es ist halt echt schön geschmückt hier alles, ne? Aber es ist so ein Fest, an dem ich nicht teilnehmen wollen würde. Heiligsichere Trockenleber. Was ist denn heiligsicher? Wahrscheinlich hilft das einfach nur gegen Heiligschaden, ha? Huh? Mal ganz kurz gucken. Resistenz gegen Heiligschaden. Ja. Ganz ehrlich, wenn ich entscheiden müsste, ob ich eine Leber esse und dafür ein bisschen weniger Heiligenschaden kassiere, ich würde lieber mehr Heiligenschaden kassieren. Ja. Auf den Dächern irgendwo was? Ich finde das so geil, die machen da überall Party. Ist doch schön, ich freue mich für sie, auch wenn ich die Party leider ein bisschen pupen muss, aber... Ich bin der Party-Pooper und ich scheiße euch ins Gemüse. Die lachen aber auch so schön irre, das ist so herrlich. Ich mag sowas. La 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 la. Ladies, was ist der Anlass? Zählt mal. Menschenknochen. Festliche Kapuze. Ich würde die so gerne aufziehen. Hätte ich da coolen... Warte mal, vielleicht haben die einen coolen Wert drauf. Hier. Eine Kapuze der Tänzerinnen, die beim Fest in Dominula auftreten, dem Windmühlendorf. Verziert mit einem bunten Blumenarrangement. Da ist ja wirklich was auf dem Dach hier. Ein Arrangement. Besseres Fleisch. Besser. Schon wieder. Marikas Stadt. Da ist bestimmt ein Boss da oben. Muss. Die werde ich umsonst so eine Marika-Statue hier hinpflanzen. I got the moves like Jagger. I've got the moves. Oh. Ich hab gar nichts mehr. Wo soll jetzt hier noch ein Boss kommen? Wieder! Au, Alter! Hallo? Ah, ich wollte gerade mal gucken! Ich brauche dringend einen Fotomodus, Leute.
Das tut weh. Ja. An so einem Scheiß sterbe ich. Jetzt sehe ich dich wenigstens richtig. Alter, was ist das? Hat er da ein Gesicht auf dem Gesicht gehabt? Das macht über Zeit Schaden, aber das ist diese schwarze Flamme. Die kann ich mir auch aufs Schwert zaubern mit Willenskraft. Ist das Heiligenschaden? Ja. Könnt ihr mal langsam ein bisschen Punkte hier skillen, ne? Okay, Pferdchen ist tot. Cool. Erstmal Traube. Alter. Ah, du Widerlicher. <lacht> 14.000. Oh, Götterskalbhäupter und geißelnde schwarze Flamme. Cool. Aber mal gucken, was kann das denn? Geißelnde schwarze Flamme ist wohl Wunder, schätze ich. Ja. Überzieht den Bereich vor euch mit einem Strom aus schwarzen Flammen. Greift in einem weiten Bereich vor euch mit einer schwarzen Flamme an. Durch Aufladen erhöht ihr die Reichweite. Einst konnte die schwarze Flamme Götter bezwingen, doch als Maliket den Schicksalstod versiegelte, ging auch die wahre Macht der schwarzen Flamme verloren. Und Götterskalbhäuter. Also, damit kann man Götter die Haare runtersäbeln. Eine Doppelklinge mit verstörendem Design, die bevorzugt von den Aposteln der Götterskalpe eingesetzt wird. Die Sichel an einem Ende schlitzt den Gegner auf und die gewundene Spitze am anderen Ende durchbohrt sein Fleisch. Aufgrund der asymmetrischen Bauweise erfordert diese Waffe viel Talent. Ja, 22 Geschick. Schwarzflammentornado. Wirbelt die Flamme über eurem Kopf herum und rammt sie dann in den Boden, um einen Wirbel schwarzer Flammen zu entfesseln. Haltet, um einen Flammentornado zu erzeugen, während ihr die Waffe herumwirbelt. War das hier nochmal? Geschicklichkeit und Glauben. Ah ja. Nee. 5000 noch? Machen wir gleich, komm. Oh, perfekt. Ihr könnt das ruhig mal in den Tooltip schreiben, wie viel das gibt, finde ich. Oh, war ja klar. Hier zum Beispiel, gibt euch 200 Runen. Und nicht eine kleine Anzahl. Ich meine, was ist klein? Klein könnten auch eins oder zwei sein. Ein paar, ne? Cool, 14 Weisheit habe ich jetzt schon. Warte mal, kann ich jetzt nicht schon irgendwelche krassen Zauber mit 14 einstimmen? So, zum Beispiel Erde erschüttern, rammt den Stab in den Boden, löst eine Explosion aus, oder? Magischer Platzregen. Echt jetzt? Es braucht nur 15 Weisheit. Ist ja schäbig. 26, 70, der Renalas Vollmond. Kristallexplosion, 41, ja gut, geht nicht. Eisige Waffe. Ja, nehmen wir. Auch wenn ich schon Frost habe. Ja, das brauche ich nicht, die unsichtbare Klinge. Das sind die Wunder. Bias Ruf. 20 Glauben und 28 Weisheit. Ja, das hat alles Glauben, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Azurs Komet, 60 Weisheit, eieiei. 23 hinterhältiger Splitter. Ja, nee. Das reicht, glaube ich, auch.
Mir ging es ja mehr so um die Waffen, die ich jetzt da nutzen kann, oder? Kristallmesser. Braucht 9 Weisheit. Oder hier, Kristallschwert. 15 Weisheit. Alter, das hat jetzt schon so viel Schaden. Arianisches Ritterschwert und Trollritterschwert. 18 Weisheit. Das hat eher so meins, ne? Riesenschwerter. Das brauchte 16 Weisheit. Das Trümmergroßschwert hat auch magisch. Geil. Und der Finger, der beringte Finger, der braucht ja nichts, der ist nicht so geil. Was ist denn jetzt das Schwert hier von... Der Stachel meine ich, wo war denn der? Hier. 20 Weisheit. Sternenfall, Bestienkiefer. Fett. Ja, ich würde mal sagen, hier geht's dann zur Stadt, hä? Also, gehen wir nochmal hier lang. Beziehungsweise, ich kann wahrscheinlich auch von oben rein, oder? So. So, so, so. Ja, es ist so geil, was man hier noch alles sieht. Da singen sie wieder. Lalala, lalala. Oh, ihr kranken Bitches, Entschuldigung. Das ist ein Kompliment. Das ist ein Kompliment. Ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt. Ist aber nicht böse gemeint, wie gesagt. Ich habe da letztens ein Meme gesehen, das fand ich auch sehr schön. Oh, da hat einer zu einer Frau gesagt, hey, you bitch. Und sie hat gesagt so, oh, that are the one who brings the puppies. Oh, thanks for the compliment. Also, die machen die Hündchen. Oh. Die bringen Hündchen auf die Welt, das ist ja lieb. Oh! So, da ist die Ruine. Ich frag mich aber nicht mal, wer von diesen Todeswurzeln noch finden kann. Also, die Tibia-Seefahrer, die können ja gar nicht so selten sein, wenn man... Keine Ahnung, wenn es da noch so viel weitergeht. Apropos, ich müsste auch langsam stark genug sein, um da mal ein bisschen weiterzumachen, oder? Bei Kaelit. Ja, nix hier, ne? So. Ah, was haben wir denn noch? Ah, hier ist noch mehr Fackelmänner. Ich dachte, da wäre was Besonderes. Na? Oh. Oh. Nein. Vergoldete Fußsoldaten. Oh. Die Trebuchet. Aha, ich wollte noch gar nicht hin, aber hier ist wohl auch der Zugang zur Goldenen Stadt so ein bisschen, hä? Ja, gar nicht bemerkt, die Jungs hier. Die da schon an ihren Trebuchets. Oh, Blitzschnitt! Geil. Endlich mal Blitzkriegsasche. Hi, na? Ich? Ach da. Du Arz. Ah, den Turm gucken wir uns auch noch an. Die einen Treffer, die schon erledigt jetzt.
Schön. Klatsch. Und das hier. Oh, komm mal, so ein kleiner süßer Obelisk. Das ist ein Turm. Ja. Mach mal. Aussichtsturm der Hochstraße. Ach du Scheiße, da kann man echt weit gucken hier. Hey. So. Zack, 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 zack. Da ist doch bestimmt eine Kiste oben. Oh. Bom, bom, bom. Freut. Ihr könnt auch gerne runter, aber ich warte dann hier oben. Ist hier alles blockiert? Hoppala. Hoch. Guck mal an. Durch Zufall. Auf Loot gesprungen. Also bisher war das übrigens für mich eins der Highlights hier mit den Frauen im Dorf, die da rumgetanzt haben, so irre. Ein Großbogen. Ja, gibt's wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Ist halt ein Großbogen, ne? Ja. Ein gigantischer Großbogen, der jeden Menschen überragt. Normal starke Personen können ihn nicht einmal spannen. Die Gewalt seiner Schüsse ist jedoch außergewöhnlich. Oh, mit Großbögen lassen sich nur Großpfeile abfeuern. Ja, toll, 20 Geschick und 20 Stärke. Was ist daran außergewöhnlich? Da bin ich ja schon mehr als ein Halbgott mit. Ja gut, bin ich ja eigentlich auch. Ich bin dann. Nicht runterrutschen. Bin ja auch schon extrem überpowered. Also jetzt nicht im Spiel, sondern wenn man so betrachtet als Mensch. Kann uns wahrscheinlich keiner das Wasser reichen, aber wir sind ja auch ein Eldenlord mehr oder weniger schon. Wir sind kein Tarnished mehr, wir sind schon mehr als das. Super tarnished. Es ist so schön hier, weißt du, alles so gelb einfach. Es passt super. Neun. Oha. Oh, ist das schön. Was ist das denn? So riesige Wärmefackeln oder was? Hört ihr die? So, ich gehe jetzt erstmal hier runter und hol mir die Karte. Da eben liegt ein Troll. Der lebt bestimmt noch. Randgebiete der Hauptstadt. Eieieiei. Das ist der Hammer hier. Ja, das ist Margit. Ey. Du bist doch eine Sau. Du bist auf die alte Tour, ne? Ey, jetzt lass mich doch mal heilen, bitte. Schnell. Ja. Denk ich dir weg. Oh, Smaragd-Bernstein-Medaillon 1, also plus 1. Also gibt es die auch in Plus-Varianten, das ist ja fett. Erhöht die maximale Ausdauer deutlich.
Um wie viel denn? 144. Ja. Beutlich, sagt er, ne? Ihr kleinen Arschkörper. Wahrscheinlich wieder so ein Quatsch wie ein Rudenbogen. Achtung. Ja, oder ein Adernblatt. Perfekt. Im Gesicht. Super, super süß. Steht einfach mal Margit. Weißt du? Oh. Zwei habe ich. Na gut, reicht nicht. Krass. Oh! Ich habe einfach mal zwei gefunden. Wunderbar. Ich komme mir gerade richtig episch vor hier. Runter zu reiten. Was? Oh! Oh, was zum Fuck? Gargoyle. Okay. Was die uns hier als Gargoyle andrehen wollen, ist ja auch lustig. Ach, warte mal, ich wollte diese Pizzasäge mal probieren hier, aber ich habe leider nicht die Geschicklichkeit. Ach man. Gargoyle Großaxt, die bronzene Großaxt eines tapferen Gargoyle. Genau wie bei ihrem Träger verursacht auch hier fehlende. Was? Wurde auch hier fehlende Teile mit Leichenlipid repariert. Ein Flickwerk für Champions. Mm. Leichenlipid. Hört sich ja lecker an. Krass, guck mal, hier gibt es halt einfach noch eins. Doch, der Baum ist viel größer als der andere. Gibt es auch zwei hier. Bad. Ah, hier ist die Hauptstadt. Oh, Alter, ich dachte, hier ist die Hauptstadt, aber die ist ja erst hier unten. Oh, ich bin gerade hin und weg. Da ist auch noch ein Airtree. Hier ist so eine. Ja. Okay. Lauf. Einfach mal jetzt hier 6 goldene Saaten. Wie viel? 5? Aber hey, ich habe 13 schon. 13. Motherfucking 13. Hier nochmal zur Tafelfeste. Und schau mal, ob ich zufällig noch Steine habe, um meine Helebarde abzugraden. Aber ich glaube es ja nicht. Es ist schade, es leert sich immer mehr hier drin. Die sind alle schon tot jetzt. Die blöde Kuh ist auch abgehauen. Nachdem sie die getötet hat. Oh, Hauptsache sie ist noch da, mein Liebchen. Sagt er jedes Mal, ich habe euch für tot gehalten. Dieben. Das würde ich halt schon gerne mal testen, weil das sieht auch recht lecker aus, das Schwert. Hier brauche ich 18 Weisheit für das Trollritter Großschwert. Und hier
Dunkelschmiedestein war mir irgendwie klar, dass ich die brauche. Ah komm, ich lasse es mal mit dem Upgraden. Weil ich möchte ja gerne dann tragen. Dunkelschmiedestein. Der ist, glaube ich, halt noch besser, ne? Wo ist denn meine persönliche Kiste, dass ich da mal ein paar Sachen reinlege? Habe ich da überhaupt sowas? Achso, warte mal, nee. Habe ich doch hier. Truhe sortieren, haha. Dass ich mal ein paar Sachen ablege, wisst ihr? Die ich eh nicht nutzen werde. Brauchen das nochmal. Stärke, Weisheit, Geschick. Ja. Das hat auch schon geil, ne? Der braucht's. Ja, nee, komm weg damit. Ah. Ja, die wollte ich ja auch mal eine ganze Zeit lang nutzen. Ja, gut. Ach, ein Hedebade. Ich esse besser. Ja, komm. Welche soll ich euch hier von nehmen? 18, 52, 28, 24. Arbeite mal auf den 24er hin. Schilde brauche ich sowieso keine. Bam, alle weg. Na gut, Leute, ich mache hier mal Schluss. Das war's für den Part. Wie immer, Dankeschön fürs Zusehen. Danke fürs Liken, fürs Kommentieren. Und ich hoffe mal, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. So, alles weglegen hier. Werde ich eh nicht mehr anziehen, den Kram. Und ja, wie gesagt, ich sortiere einfach mal ein bisschen aus hier, dass da mal ein bisschen Platz herrscht. Und ich würde mich freuen, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir uns hier wieder sehen bei Elden Ring. Ich freue mich sehr darauf, was in der Hauptstadt so passieren mag. Alles wegdrücken, so. Gut, dann macht's gut, bis dann, tschüss.